Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Beckum Info. Volker Drews ist mein Name. Wir haben heute wieder zu Besuch Dr. Strohmann von der Stadt Beckum, von unserem Bürgermeister. Wir haben ein großes Thema, das ist die Kettlerschule, was ja in aller Munde ist in Beckum hier. Es geht um die drei Grundschulen, die Paul-Gerhardt-Schule, die Eichendorff-Schule und die Kettlerschule. Ihr habt euch von der Verwaltung damit befasst. Ihr sollt es ja tun. Was habt ihr da beschlossen und wann fing das Ganze denn an überhaupt? Ja, einen schönen guten Tag erstmal, Herr Drews. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann und wieder Frage und Antwort stehen kann für wichtige Dinge in der Stadtentwicklung. Sie haben recht, die Grundschulentwicklungskonzeption ist durchaus ein Meilenstein für die Stadtentwicklung hier im Ortsteil Beckum. Und Sie haben auch recht, Sie haben drei Schulgebäude angesprochen. Dazu kommen eigentlich auch noch die beiden anderen Schulgebäude, der Martinsschule und der Sonnenschule. Mhm. Man kann es, glaube ich, nur verstehen, wenn man es insgesamt betrachtet. Wir haben uns schon vor geraumer Zeit, die Entscheidung dazu durch den Stadtrat ist Mitte 2018 bereits getroffen worden, damit beschäftigt, wie denn die Grundschullandschaft in Beckum in der Zukunft am besten geordnet werden kann. Hintergrund war der, dass wir natürlich nach dem Auszug der Hauptschule aus dem Gebäude der Kettlerschule ein weiteres großzügiges, durchsaniertes Gebäude zur Verfügung hatten und überlegen mussten, wie wir denn die Schülerinnen und Schüler in Beckum in den nächsten Jahren, aber auch Jahrzehnten, bestmöglich verteilen können auf Grundschulstandorte. Mhm. Für Neubeckum ist das geregelt. Mit den beiden Schulen sind wir gut aufgestellt, in Fennern auch. Deshalb haben wir uns mit Beckum schwerpunktmäßig beschäftigt. Wir haben das nicht ausschließlich in der Verwaltung getan, sondern in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe. Mit allen Fraktionen am Tisch haben wir uns über viele Monate mit der Frage beschäftigt, was kann denn hier eine kluge und zukunftsweisende Lösung sein. Okay. Und dann habt ihr einen Maßstab genommen, habt ihr Beckum als Gesamtwohngebiet, habt ihr die Ortsteile Roland, Fellern, Neubeckum mit in Betracht gezogen oder habt ihr nur Rhein-Beckum genommen? Wir haben zuallererst natürlich das gesamte Stadtgebiet angeschaut und überlegt, wie wir denn die Kinder bestmöglich verteilen können. Kam schnell zu der Erkenntnis, dass wir in Neubeckum mit der Bodelschmidt-Schule und Dorn-Kalli-Schule sehr gut aufgestellt sind, mit Fellern auch, mit der Kardinal-von-Galen-Schule, jetzt als Teilstandort der Sonnenschule, und konnten uns dann auf den Ortsteil Beckum fokussieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist die Entwicklung der Schülerzahlen in den nächsten Jahren zu erwarten und wo wohnen die Kinder? Das war eine entscheidende Fragestellung, die ganz am Anfang unserer Überlegung gestanden hat. Ich glaube, das war mit das Wichtigste, um letztendlich den Radius, letztendlich möglichst die Schulwege möglichst klein zu halten. Zentraler Punkt, wo die Schüler letztendlich hingehen. Wurden denn auch die Klassengrößen beachtet dabei? Ja, das waren alles wichtige Parameter. Zuallererst ging es für uns darum, dass wir den Kindern den kürzestmöglichen Schulweg auch ermöglichen, wobei wir das gesamtstädtisch sehen müssen. Mhm. Ne? Natürlich gibt es, wenn man direkt neben einer Schule wohnt, hat man es natürlich extrem nah, aber in Bezug auf alle Schülerinnen und Schüler gesehen, müssen wir natürlich schauen, wie sind die kürzesten Wege insgesamt für den Ortsteil Beckum zu beurteilen. Wir haben in dem Zusammenhang natürlich auch überlegt, es ging nicht nur um die Nähe zu den Schulen, aber das war ein ganz, ganz wichtiger Parameter, darüber hinaus auch, sind denn die Schulgebäude, die wir haben, zukunftsfähig? Wir haben ja ganz andere Schulgebäude über die Stadt verteilt. Das Gebäude der Kettlerschule, Sie haben es angesprochen, grundsaniert worden vor einiger Zeit und riesig groß, weil es ehemals die Hauptschule beheimatet hat und auch eine Grundschule darüber hinaus. Das Gebäude der Martinsschule haben wir ins Kalkül gezogen, das Gebäude der Sonnenschule, ebenso das Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule und auch der Eichendorff-Schule. All die haben wir betrachtet und haben dann geschaut, wie ist es von den Entfernungen her am besten zu regeln und darüber hinaus, inwieweit sind diese Gebäude zukunftsfähig von der Substanz her, von der notwendigen Dämmung gegebenenfalls. Ja, auch das ist ja ein wichtiger Gesichtspunkt. Wir müssen aber auch an die offene Ganztagsschule denken. Können wir alle Kinder in der Zukunft betreuen? Der Anteil der Kinder, die die sogenannte OGS in Anspruch nehmen, wird in jedem Jahr größer. Mhm. Auch natürlich, weil wir in den Kindergärten große Möglichkeiten haben und viele Menschen in Arbeit sind, oft auch beide Partner. Ja. In einer Partnerschaft, auch das ist letztlich zu berücksichtigen. Und natürlich auch der Gedanke der Inklusion. Inwieweit können wir Kinder mit Einschränkungen auch in unseren Schulgebäuden bestmöglich beschulen? Das waren alles Überlegungen. Genau, ist ja letztendlich die Wahl auf die Kettlerschule gekommen. Jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Schulen ein. Als erstes würde ich auf die Paul-Gerhardt-Schule eingehen. Was passiert mit der Paul-Gerhardt-Schule jetzt? Ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Das ist tatsächlich so, wir haben dann nach großen Überlegungen und nachdem wir die Radien eingezogen haben, sehr schnell festgestellt, dass von Abdeckungsgrad die Kettlerschule, da sind Sie richtig im Ergebnis, die Schule ist, die die allerbesten Möglichkeiten bietet. Mhm. Im 2-Kilometer-Radius, das ist der entscheidende Radius, können wir, ich glaube, rund 89% aller Kinder, die wir schon kennen, im Umfeld durchaus mit der Kettlerschule versorgen. Mhm. Und dann mussten wir überlegen, was brauchen wir darüber hinaus?
Die Kettler-Schule bietet natürlich, Sie kennen sie, tolle räumliche Möglichkeiten, die kann keine andere Schule bieten, weil wir halt zwei Riesengebäude haben mitten im Zentrum. Okay. Und dann mussten wir genau schauen, welche weiteren Gebäude werden noch benötigt. Wir waren schnell da. Wir brauchen noch ein Gebäude im südwestlichen Bereich und ein Gebäude im nordöstlichen Bereich, damit wir alle Kinder auch in diesen Bereichen vernünftig abdecken können. Ja. Und da mussten wir auswählen zwischen dem Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule und der Sonnenschule im nordöstlichen Bereich und auf der anderen Seite im südwestlichen Bereich zwischen den Gebäuden der Eichendorff-Schule und der Martinsschule. Für den nordöstlichen Bereich müssen wir vom Zustand eher sagen, von den Möglichkeiten, wäre das Paul-Gerhardt-Schulgebäude besser geeignet gewesen. Ja. Aber vom Einzugsbereich ist das Sonnenschulgebäude so viel besser, weil es doch deutlich weiter im Nordosten liegt, als das Paul-Gerhardt-Schulgebäude, dass wir die Wahl auf das Sonnenschulgebäude gefallen ist. Und im südwestlichen Bereich ist es ähnlich. Das Martin-Schulgebäude deckt mehr ab und hat deutlich bessere Perspektiven, weil es eben kein Pavillonbau ist, wie das Gebäude der Eichendorff-Schule, sondern ein Massivbau, der jetzt schon 3 Parallelklassen pro Jahrgang beinhaltet und natürlich andere Möglichkeiten auch hat. So ist dann die Wahl gefallen letztlich auf 3 Gebäude. Das Gebäude der Kettler-Schule zentral, der Sonnenschule nordöstlich und südwestlich der Martin-Schule. So sind wir da hingekommen, wohl wissend, dass wir das Gebäude der Sonnenschule, ich darf es gerade noch rund machen, natürlich so wie es ist, auf Dauer nicht nutzen können für die Perspektiven, die ich gerade aufgezeichnet habe, sondern dort wollen wir ab 2022, 2023 einen Neubau realisieren. Auf dem Gelände der Sonnenschule, um dort bestmögliche Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler zu bieten. Gleiches können wir in der Kettler-Schule und gleiches wollen wir an der Martin-Schule. So ist das geboren. Sie haben recht, dann kam ein völlig neuer Gedanke hinein, den wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten, denn das alles wollten wir ursprünglich umsetzen zum Schuljahresbeginn 2021. Genau. Plötzlich gab sich eine Wendung. Die Wendung, und das haben Sie genau richtig erkannt, ist daraus resultierend, dass der Kreis Warendorf die Förderschule übernimmt, die Overbergschule, und sie in ein kreisweites Förderschulkonzept einbindet. Das kreisweite Förderschulkonzept sieht vor, dass im Süden des Kreises, und zwar in Beckum, da finde ich es auch gut aufgehoben, für den gesamten Süden des Kreises ein Angebot gemacht wird für die Förderschwerpunkte Lernen und Sprache. Ja. Bisher haben wir nur Lernen. Ja. Ja. Dementsprechend brauchen wir ein zukunftsfähiges Gebäude. Und der Kreis Warendorf hat geschaut, welches Gebäude kann das Richtige sein. Er hat geschaut auf die jetzige Overbergschule, hat geschaut auch auf die Regenbogenschule, die ja früher schon an der Förderschule war und. Und ist letztlich stecken geblieben beim Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule. Hat gesagt, das ist ein Gebäude, das ist zukunftsfähig. Ja. Wir werden investieren müssen, macht der Kreis Warendorf auch, in dieses Gebäude. Aber dann ist es optimal, um eine Förderschule mit diesen beiden Förderschwerpunkten aufzunehmen. Und in Beckum können die Kinder mit Förderbedarf beschult werden im Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule durch den Kreis Warendorf als Schulträger. Das alles will der Kreis Warendorf so schnell wie möglich umsetzen. Ja. Denn er möchte nicht jetzt noch in das Gebäude der Overbergschule investieren, welches ist auch ja sanierungsbedürftig ist. Ist ja verständlich. Genau. Ja. Und dementsprechend hat er darauf gedrängt, dass so schnell wie möglich das Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule in das Eigentum des Kreises übergehen kann. Das ist mittlerweile passiert. Ja. Und dementsprechend will der Kreis es jetzt sanieren und dann, sobald es möglich ist, aus der Overbeck-Schule, aus dem alten Gebäude, in das Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule ziehen, mit der jetzt sogenannten Astrid-Lindgren-Schule. So heißt die Förderschule tatsächlich jetzt. Bedeutet für uns auch, wir müssen das Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule vorzeitig verlassen. Und das soll jetzt schon im Sommer 2020 geschehen. Ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Genau. Das macht durchaus Zeitdruck und jetzt müssen wir an die Arbeit. Also so steht es auch im Grundschulkonzept drin. Deswegen wurde das ja vorgezogen mit der Förderschule. Kommen wir mal zur Eichendorff-Schule, die ja jetzt im Moment zweizügig fährt. Ist das richtig? Ab wann gehen die Schüler da nicht mehr hin, sondern wann sollen die dann zur Kettler-Schule kommen, übergesiedelt werden? Die Konzeption sieht vor, dass das Mitte 2021 passiert. Wir haben der Eichendorff-Schule natürlich auch angeboten, ein Jahr früher umzuziehen. Aber sie hat sehr frühzeitig signalisiert, nein, das wollen wir nicht. Wir wollten in Bezug auf die Eichendorff-Schule am alten Zeitplan festhalten, Mitte 2021 dann umziehen. So ist es auch bisher auch vorgesehen, dass das so ist. Und die Zeit wollen wir jetzt nutzen natürlich, um die Gebäude zu ertüchtigen an der Kettler-Schule. Stand auch in der Zeitung, dass die Kettler-Schule umgebaut wird mit Nebenräumen und so weiter und so weiter. Da stand natürlich auch viel drin über Kosten, dass die Kosten jetzt natürlich sehr stark angestiegen sind. Können Sie da was zu sagen? Ja, das stimmt. Vollkommen richtig. Das ist natürlich immer davon abhängig, was man tun kann. Wir sprechen jetzt hier schwerpunktmäßig über das alte Ketteler Hauptschulgebäude, welches saniert ist, im tollen Zustand ist. Aber wir wollen natürlich in diesem Gebäude auch eine Grundschule der Zukunft ermöglichen.
Eine Grundschule der Zukunft, da habe ich mich belehren lassen, sieht anders aus als eine aktuelle Schule. Das heißt, Sie könnten, um nochmal zurückzukommen, das Kettler-Schulgebäude so beziehen, wie es ist, und nutzen. Genau. Es ist völlig intakt, es kann genutzt werden. Es wird ja auch genutzt durch die Sekundarschule zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber das ist nicht das, was die Schulleitung und die Lehrerkollegien der Paul-Gerhardt-Schule und der Eichendorff-Schule möchten. Sie sagen, wir wollen die Gelegenheit nutzen, nicht nur eins zu eins in ein anderes Schulgebäude umzuziehen, sondern wir wollen dort in ein zukunftsträchtiges und zukunftsfähiges Gebäude umziehen. Das heißt, dieses Gebäude muss von innen, nicht von außen, es ist denkmalgeschützt, von innen umgebaut werden. Und zwar soll es umgewandelt werden von einer sogenannten Flurschule in eine sogenannte Clusterschule. Mhm. Eine viel offenere Schulweise, als es bisher der Fall ist. Räume werden miteinander verbunden, es gibt große Durchbrüche. Man hat keine klare Trennung mehr zwischen Klassenräumen und Nebenräumen und Flurbereichen, alles geht einander über und dort kann man offenbar die pädagogische Konzeption der Schulen besser umsetzen, als es in einer Flurschule der Fall wäre. Darüber hinaus wollen wir natürlich auch für die Zukunft sorgen, was den Bereich der offenen Ganztagsschule angeht. Das heißt, das gesamte Erdgeschoss der Paul-Gerhardt-Schule soll für den offenen Ganztagsbereich umgebaut werden. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, das Gebäude barrierefrei zu machen. Ja. Ich denke, das sollte auch passieren jetzt, wenngleich wir hier keinen konkreten Bedarf haben. Aber das wird sich ändern, möglicherweise. Deshalb muss es jetzt barrierefrei umgebaut werden. Das wollen wir auch. Wir wollen jetzt auch Toiletten einbauen in das Gebäude der Kettler-Hauptschule. Vorher gab es die Toiletten am Schulhof. Auf dem Schulhof, ja genau. Sie kennen das sicherlich noch. Ja. Das soll jetzt verändert werden. Von daher wird natürlich der Standard ein ganz, ganz anderer werden. Es wird qualitativ viel, viel hochwertiger werden von innen, als es bisher der Fall ist. Es wird eine neue Schulform, also eine zukunftsfähige Schule, im denkmalgeschützten Gebäude der Kettler-Schule errichtet werden. Das kostet Geld. Und Brandschutz auch noch, ne? Brandschutz spielt immer eine Rolle bei der Baugenehmigung, vollkommen klar. Das kostet Geld, aber ich finde, am Ende ist es gut investiertes Geld zum Wohle der Kinder, die in den nächsten Jahren und natürlich auch Jahrzehnten in diesem Gebäude beschult werden sollen. Wir haben jetzt eine runde Million kalkuliert für den Umbau. Wenn ich es aber vergleiche mit einem Neubau, denken Sie an die Sonnenschule, die wir neu bauen wollen, da gehen wir von 5 Millionen plus X aus. Da ist das noch deutlich weniger. Wie lange ist denn die Entwicklung oder die Planung, dass das so bestehen bleibt? Also ich mache ja alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre so eine Planung in die Zukunft für die Schüler. Wie lange habt ihr jetzt geplant, so bis 2025 oder wie lange? Nichts ist so unsicher wie die Zukunft. Um es so deutlich einmal zu sagen. Denn ich habe das tatsächlich in den doch mittlerweile auch schon einigen Jahren, in denen ich diese Arbeit hier machen darf, miterlebt, dass sich Voraussetzungen auch ändern. Aber das, was wir hier tun wollen, glauben wir schon, dass das über einen längeren Zeitraum durchaus zukunftsfähig sein kann. Das sagen die Pädagogen. Ja. Ich habe auch den Schulaufsichtsbeamten des Kreises Warendorf, Herrn Haupt, dazu gebeten, in den runden Tisch, den ich dazu einberufen habe. Und der sagt das ebenfalls. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das durchaus eine zukunftsfähige Lösung sein kann. Aber wenn wir natürlich in Beckum einen Geburtenboom haben, oder auch das Gegenteil, ich hoffe, das tritt natürlich nicht ein, dann ändern sich die Voraussetzungen. Aber ich glaube schon, dass wir letztlich mit diesem tollen Gebäude mitten im Zentrum Beckums, nicht weit entfernt auch von den Neubaugebieten in Beckum, an der Kettler-Schule sehr, sehr gut aufgestellt sein werden und mit den anderen Schulen ebenfalls. Also laut der Bertelsmann-Stiftung war ja früher gesagt worden, dass die geburtenstarken Jahrgänge und so weiter die Kinderzahlen zurückgehen. Das ist nicht so. Es hat sich ja mehr oder weniger ausgeglichen letztendlich, weil ganz viele Leute nach Beckum gezogen sind, was uns sehr freut, ist ja gut. Die Einwohnerzahlen gehen auch hoch in Beckum auf 37.000. Und ein bisschen, glaube ich. 700 im Moment, ja. 700 sogar. Mhm. Kommen wir jetzt noch mal eben kurz zur Eichendorff-Schule. Die Eltern interessiert ja, was mit der Eichendorff-Schule passiert. Steht da schon irgendwas im Raum? Nein. Ich will nicht das Gebäude verplanen, solange noch Schülerinnen und Schüler drin sind. Ich habe ja auch größeres Verständnis dafür, dass es durchaus dem einen oder der anderen schwerfällt, mit der Eichendorff-Schule, sei es auch erst mittelfristig, abzuschließen. Denn da wird eine tolle Arbeit geleistet. Was wir ausdrücklich nicht bewertet haben, sind natürlich die pädagogischen Konzeptionen. Das geht ja auch nicht. Wie wollen wir die ineinander in einen Wettbewerb stellen? Ich weiß, die Eichendorff-Schule ist eine wunderbare Schule. Es wird dort eine wunderbare Arbeit geleistet. Und ich wünsche mir und glaube auch, dass das im Zusammenwirken mit der Paul-Gerhardt-Schule etwas Tolles werden kann für die Zukunft. Denn auch in der Paul-Gerhardt-Schule wird eine wunderbare Arbeit geleistet. Und wenn wir die zusammenfügen und sie zusammengewachsen sind, möglicherweise wird es eine Zeit brauchen, bis das soweit ist, glaube ich, können wir etwas ganz Tolles dort letztlich vorsehen. Wir haben keine Planung im Moment in Bezug auf das Gelände der Eichendorff-Schule. Sie ist ja auch noch in Betrieb. Ja, ist gut. Und sie soll auch noch ihren Betrieb aufrechterhalten, solange sie da ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Und wir betrachten das permanent. Wir schauen uns immer an, wie ist die aktuelle Situation. Hat sich die aktuelle Situation gegenüber einer Entscheidungssituation verändert oder nicht? Und so gehen wir ran.
Also da ich ja weiß, weil mein Eltern das auch in der Roten Erde ist, weiß ich, dass da ganz viele junge Familien hinziehen. Wenn diese jungen Familien auch Kinder, die ja auch Kinder haben, auch Grundschulkinder haben, wie kommen die denn dann zur Kettlerschule? Müssen die ja selber dafür sorgen, dass sie da hinkommen? Oder ist dann Fahrdienst eingerichtet? Oder ja, plant ihr da irgendwas schon? Ja, man muss wissen, die Schülerinnen und Schüler der Eichendorff-Schule sind nur zu einem Teil aus dem Einzugsbereich der Eichendorff-Schule rekrutieren sie sich. Wir haben hier eine Schulwahlfreiheit. Von daher gibt es Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet, die auch zur Eichendorff-Schule kommen und umgekehrt, ja, in andere Schulformen. Das ist relativ offen gestaltet. Von daher wird es einige Schülerinnen und Schüler oder sogar viele der Eichendorff-Schule gar nicht betreffen, weil die ohnehin ganz woanders wohnen, ja, wenn denn tatsächlich die Zusammenführung erfolgen wird später. Und darüber hinaus wollen wir natürlich für diejenigen, die da sind, die haben dann nach meiner Ansicht einen Bestandsschutz, eine Buslinie einrichten von der Eichendorff-Schule dann auch zur Kettlerschule, die auf jeden Fall dann dafür sorgen soll, dass die Kinder, die da wohnen, auch vernünftig dorthin kommen können. Okay. Ich habe noch eine ganz wichtige Information für die Beckumer Bürger. Ihr oder Sie können das alles unter beckum.de lesen. Sie geben am besten in den Suchbegriff Grundschulkonzept ein und da lesen Sie alle Zahlen und Fakten, wann und wie teuer und was für Konzepte da erstellt worden sind. Ist da gut erklärt. Ich habe mich da auch durchgerungen und ich habe es auch verstanden, es ist alles gut. Gehen Sie einfach mal auf die Internetseite. Herr Dr. Strohmann, haben Sie noch was zu sagen? Möchten Sie noch was sagen zu dem ganzen Konzept? Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, das hier vorzustellen. Und wir gehen jetzt mit Hochdruck daran, die Gebäude so vorzubereiten, dass sich dann später alle Kinder, Lehrer und auch Eltern dort werden wohlfühlen können. Ich bin sicher, dass das gelingen kann, aber wir müssen sicherlich optimistisch nach vorne schauen. Ich will das gerne tun, positiv begleiten. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Herzlichen Dank. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, das wünsche ich Ihnen auch. Bis dahin, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut rüber. Ihr Volker Drees von Beckum Info.